Einen wunderschönen und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mangas. Dieses Mal habe ich mich nach Wendenhausen begeben und wer es dabei ist, erfahrt ihr jetzt. Ich wünsche euch viel Spaß. So, ich muss kurz noch was klären hier, weil es gibt noch andere Sachen, die wichtiger als Mangas sind. Ihr könnt es euch nicht vorstellen. Bin ich gemutet? Falscher Server, warte kurz. Ja, bin ich gut, okay. Oh, warte mal. Kann die Tasche machen, ne? Ich bin Medic. Die Person, die ich eigentlich immer schilde, ist nicht mehr in diesem Game. Nein, halt nicht. Dann halt nicht. Dann gebe ich halt dieses Shit. Ja, bedankt sich noch. Das ist so schön. Die bedankt sich wenigstens, die junge Dame. So muss das sein. Außer sie ist sauer. Einmal so, fuck. Ich bin doch Bait. Hab gar nicht. Hier. Die andere habe ich. No. Aber Trixi. Wer war noch da? Mann! Warum kann ich mir Sachen nie merken? Du brauchst dir nur Farben merken. Ja, merk dir Farben, das mache ich auch. Das versuche ich ja, Mann. Was ist das Problem? Also dunkel, also Petrol und Blau waren es nicht. Die liegt oben links im Reaktor neben dem Vent sozusagen. Aber ist auch nicht. Dann war es nicht David und nicht Zoe. Ich bin in den Reaktor reingegangen. Ja. Da kam... Obwohl, Zoe könnte mittlerweile überall sein. Ich glaube, ich stehe unten. Ja, das war schon was davor. Da habe ich noch andere Aufgaben gemacht, bin rüber zu Medbay und dann bin dann an Trixie und noch irgendjemand. Ich habe mir Trixie gemerkt. Ja, und noch irgendjemand vorbeigelaufen. Ich gehe zurück und da liegt die Leiche. Ich bin beim Pew Pew. Du bist beim Pew Pew. Kann es sein, dass wir uns irgendwo mal. Warum bist du zum Pew Pew? Irgendwann dran, mal bin ich die Runde gecrossed. Aber ich weiß ja, nicht, oben dran. Im das Reaktor. Da bin ich rein und du raus, glaube ich. Oder irgendwo da bist ja, du. Das kann Icebox? Sein. Und da war nämlich ja. Monster noch bei The Simon Says. Mhm. Und hast da habe ich meine. Ja, Marschi? Ne, ich wollte dir das ausfinden. War keine Ahnung. Hast du Sawyer in den Pew Pew Task gesehen? Er hat mich an der anderen Task ja, gesehen. Ja, das. Okay. Gut. Pew Pew. Und du sie gesehen? Also, ich kann. Also, ich hab Dings gemacht, die Wetterdaten downloaden okay. Und hab so okay. Dann gesehen, wie sie da links gelaufen ist. Gut. Genau. Der Kill dürfte jetzt vielleicht 5 bis 8 Sekunden alt sein. Witzig, weil, ich mache es nicht ziemlich proof, dass ich kein Imposter bin, ja. Weil Ayes lebt noch. Ja, witzig wäre gewesen, wenn Kran mal gesagt hat, der Kill wäre 2 Sekunden alt gewesen. Wenn er 5 bis 8 Sekunden alt ist, dann kann ich, denke ich, Lukas rausnehmen. Ja, dann ist es, glaube ich, Kevin, ne? Nee. Weil ja, wir hat meine Lichter umgeswitcht. Bei 5 bis 8 Sekunden wird Gigi schwierig. Marschi, was lässt sich auf also, diese Idee bringen? Keksi ist es nicht, ja, Icebox war da, Sol war bei mir, 4. Kranma hat reported, 5. Also 15 Sekunden schafft Lukas, wie gesagt, nicht. Sonst könnten wir nicht vor Office Carol. Sein zusammen. Ich gebe Carol. Hab nicht zu verlieren. Also ich kann es nicht, ich schätze, also so. Ja, Carol hat, glaube ich, als einziges keinen Ich habe das Licht gefixt. Doch, die hat mit mir Licht gefixt. Ach, du bist jetzt jede. Kein Imposter bei uns auf Carol. No. Ey, ich rede mal gerade wahrscheinlich wieder ins Leere. Boah. Ja. Die Person vertraut mir und ich kann ihr auch vertrauen. Oh, jetzt kommen wir wieder zum Kartenspiel. Was wird diesmal? Nach 6 aus.
Göttlich. Einfach nur göttlich, Leute. Noch nö. Die Chance ist dann doch eher gering, dass ne? Oh, die 5. Ihr habt nichts gesehen. Sei immer noch da. Wer war das gerade? Heiß? Bist du mir gerade entgegengekommen? Zoe ist Lab. Ich bin Lab. Ja, also Zoe, Marshi und... Nee, Eis ist auch oben. Stimmt. Ist mir gerade entgegengekommen. Ich bin, bevor der Reaktor angegangen ist, bin ich zu Deacon gegangen. Hat gerade in Deacon gewartet, dass die Tür wieder aufgeht oben. Dann ging der Reaktor los. Oder was Gigix? Von der Farbe her würde es auch zu Gigix passen. Ich war beim Reaktorfix und bin jetzt nach Cafeteria gelaufen. Kann das Watte Monster gewesen sein von der Farbe her? Ich war mit. Ich war stand nicht... an Koms. Wo ist Koms? Also an diesem. Über Medbay. Dings, ja. Über Medbay. Wo ist Medbay? Ich glaube, ich hab den da schon stehen sehen oder gerade reinlaufen sehen, als ich aus Reaktor raus bin. Nee, auf jeden Fall, ich habe ja Lukas reported und er liegt oben an Admin. So. Mehr kann ich nicht sagen. David, kannst du bestätigen, dass ich nach Cafeteria gelaufen bin? Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung mehr, es ist zu lang her, glaube ich. Okay. Also schade. Achso, du meinst auf dem Ding, auf dem. Boah, ich habe mich eigentlich nur dran gestellt, um mal zu gucken, wie das so ist. Ach so. Ja, ehrlich gesagt, keine Ahnung. Ich kann mir das nicht alles merken. Ich weiß nur, dass Keksi links unten gecrossed hat. Das kann ich mir noch andere merken. Frage. War Carol nicht auch mit am Reaktor? Kein Plan. Ich habe Carol die ganze Runde nicht gesehen. Also ich dachte, die wäre im zweiten Schub mit Marshi hochgekommen. Nee, ich bin ja alleine hoch. Das kann schon mal nicht sein. Okay, dann... Monster war aber... ist wieder rausgegangen. Ja, das der ist rausgegangen, wo ich reingegangen bin. Ja, das hatte mich gewundert. Ja, ne, warum? Also, wir mussten ja warten bei Deacon, weil schon jemand oben war. Das heißt, ihr zwei sind drei Personen, die zwei drücken können. Deswegen bin ich nicht mit hoch. Aber Monster stand ja erst noch mit mir. Also, er hätte ja theoretisch mit mir auch noch reingekommen. Ja, bitte sehr, Gigix. Ist meiner. Nee, ich stand mit Marshi vor der verschlossenen Tür und dann sind wir rein. Mit mir. Ich glaube, dass die Dame böse ist. Die Mutti. Gigix, die alte Mutti. Da. Monster. Hä? Wieder Ping? Guck mal, ist da krass. Doof. Ich muss jetzt einen sehr großen Sass auf Gixi aussprechen. Das ist ein absoluter Bait dann. Sei still. Nein, Marshi ist mich aus. Gewesen. Ja, ich bin. Ich, ja, hallo. Also,
ich, Gixi und ich sind zusammen losgelaufen. Mhm. Und sie ist dann Richtung Launchpad und ich bin in Reaktor hoch. Und dann haben wir uns quasi abgewechselt und ich wollte zu Launchpad laufen. Und da liegt jetzt Marshi. Aber Granma kam gerade auch in die. Genau, weil Granma kam nämlich auch gerade hoch zu mir in den Reaktor. Aber also ich weiß von dir, dass du da hingelaufen bist zum Launchpad. Ja, richtig, ich war da auch. Ich bin da zurückgelaufen und ich habe Marshi noch vor Deacon gecrossed. Ich kann deswegen hätte ich den Sass halt zurückgeworfen, weil ich mit Marshi noch vor der Deacon-Tür unten stand. Also ich kann Marshi ungefähr sagen, dass er so lange tot ist, wie der Download. Also 10 Sekunden dauert. Oder so. Weniger als 10 Sekunden. Weil Marshi war Medic. Okay, dann würde ich aber jetzt hart auf Xanma schießen, weil sie ja von Launchpad wegwenden kann, entweder nach Medbay, um den Weg abzukürzen, oder in den Deacon rein und würde ja dann perfekt oben bei mir rauskommen. Bin ich gemutet? Ach, ich bin gemutet. Perfekt. Ich war mit Eisbär Admin und bin von da aus direkt zum Reaktor gelaufen. Also ich kann auf jeden Fall bestätigen, dass Granma in Admin war. Vor 5 bis 10 Sekunden. Also so, wie wenn du Granma nicht direkt gecrossed bist. Nee, ist glaube ich schon länger als 10 Sekunden. Ich bin von Admin aus direkt dann Richtung wirklich runter und dann zu hoch zu Reaktor. Okay, und so würdest du sagen, dass dann Zeitfenster ist, wo Granma hinter wegwenden kann? Also kurz hinwenden und wieder zurückwenden? Wie denn? Also ich glaube nicht, dass das Granma macht. Nichts gegen also Granma. Nee, das ist vollkommen klar. Aber wenn du sie gesehen hast, dann hat sie es ja geklärt. Sie merkt sofort, wenn ich Imposter bin, von daher. Aber ich trau's dir halt eben nicht zu. Deshalb, das ist es halt. Ja. Haben wir schon über Bait gesprochen? Kann das ist auch es nee, nicht, er war... Nach Keksi nicht, nach Keksi nicht. Er war Medic. Wir müssen voten. Oh, nice. Erstmal ein Skip. Ich weiß zwar nicht, wie ich den Kill dann da gemacht haben soll, weil man aus dem Lab nicht wegwenden kann, aber danke, Leute. Warum hat sie... Warum hat sie Dings nicht gesehen? Problem ist halt der Bait. Sie baitet uns bei. Aber warum hast du... Also das kann ja nur Ping gewesen sein, dass sie David nicht gesehen hat. Oder war das Licht aus? Nein, war nicht. Huh. Das ist so no. Ha. Hm. Traurig. Wo? Mir ist gerade David entgegengekommen. Und er liegt in Dings, wie heißt's, im Deko. Ja. Und Eis kann es bezeugen. Es war eine ganze Weile jemand zusammen mit uns. Ja, ja, David ist auch. Also. Ich habe gesehen, wie im Schatten der Vent aufging unter Deacon. Hm. Ich kam gerade von Launchpad und dann ist er da gerade rausgelaufen. Also. Ja. Ich wusste in der Sekunde, als jemand da hingewendet ist, wusste ich, dass da jemand stirbt. Ich habe es ja gesehen. Ich habe auch nicht mehr viel gegen sagen. Eigentlich hätte ich schon letzte Runde fliegen müssen für den Kill, aber... Dann halt diese Runde. Aber wir haben Gixi dafür geworfen. Weißt du, es gibt. Ha, passiert. Ich könnte auch noch meine letzte Task machen. Nein. Wie langsam bist du? Ja, ich denke halt nach. Weißt du, hat irgendwie 50 Stunden das Schild, kannst du die Task also, sonst machen. Vor allem, Zoe, du hast mich halt gecrossed und hast dann Marshi reportet, 3 Sekunden und siehst mich nicht. Ich war so voll konfirmiert. Ich war so, oh nee, das war der perfekte Killer. Ich war geistig nicht anwesend. Deswegen stirbst du immer so früh.
Das war's auch schon mit dieser Folge. Aber schaltet doch beim nächsten Mal ein, wenn es heißt Wetten, Killen und Niederschnitzeln. Bis dann.